Hinterlassen haben Queen mit Leadsänger Freddie Mercury unzählige legendäre Songs. Vielleicht der legendärste überhaupt ist Bohemian Rhapsody. Dieses klasse Stück ist auf einem Mischpult produziert worden, das nun ein Schweizer Tonmeister ergattert hat. Anna Gossenreiter über ein magisches Werkzeug der Musikgeschichte. Mama, just killed a man. Freddie Mercury war ein Perfektionist, was den Klang angeht. Nur mit dem Besten war er zufrieden. Damals kostete dieses Mischpult so viel wie ein Einfamilienhaus. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Tonmeister Daniel Detwiler ist begeistert vom Zauber dieser Klänge. In seinen Augen, oder besser Ohren, fängt nichts sie so gut ein wie dieses Kadak-Mischpult. Das Kadak ist installiert worden 1975 in dem legendären Scorpio Sound Studio London, wo in der damaligen Zeit ein Hit nach dem anderen gemischt worden ist. Es ist etwa bis 82 dort geblieben und es ist gebraucht worden für die Aufnahme von sämtlichen Stimmen zu Bohemian Rhapsody. Und zwei bekannte Supertramp-Alben sind auf dem Kadak-Mischpult gemischt worden. Detwilers Traum, das legendäre Mischpult zu besitzen. Die Suche führte ihn nach Spanien, wo er es einem Musikproduzenten abkaufte. Allein die Revision kostete 200.000 Franken. Es muss immer alles schneller gehen, alles billiger gehen. Und wir wollten wirklich ein Zeichen setzen, dass wir einfach ein, ja, man kann sagen, es ist ein Musikinstrument, dass wir ein Musikinstrument der Superlative haben, für ganz tolle Musik drauf aufzunehmen und zu mischen. Das Kadak kann auch klassisch. Seine Musik zum preisgekrönten Heidi-Film hat Komponist Niki Reiser auf diesem Pult mischen lassen. Für ihn eine Premiere und eine Ehre. Das ist für mich natürlich schon der erste Moment, als ich das einfach angelenkt habe und gedacht habe, dass jetzt der Freddie Mercury da seine Zigarette drauf ausgedruckt hat. Das ist natürlich für mich schon das ist ein sehr grosses Erlebnis gewesen. Weißt du, bis jetzt habe ich mit Tante Britta im Baderplatz gewohnt. Dort habe ich den ganzen Tag muss an denen sitzen. Aber da fährt man viel besser, wenn ich ausgegangen bin. Hey, bleib bei mir! Ja, ja! Das Erlebnis, das ich dann in der Mischung, in der Kinomischung und dann auch im Kino hatte, hat mich wirklich überzeugt, dass da etwas anderes am Wirken war. Also technisch verstand ich nicht, was da anders ist. Aber rein vom Klang her hat mich das schon sehr überzeugt. Das Mischpult schafft an dem echten Strom. Und da bin ich oder jeder, der auf so ein analoges Mischpult schwört, sind mir überzeugt, dass das einfach ein Unterschied ist, wenn man so einen Strom verändert mit den ganzen Tools, die in so einem Mischpult enthalten sind, als wenn der Computer einfach die Nuller und Einer, die halt irgendwie gespeichert sind, irgendwie probiert zu verändern. Das ist einfach nicht das Gleiche. Auch Digital Natives wie Jazzmusiker Stefan Abbey sind begeistert von der analogen Antiquität. Es hat hier ganz andere Wärme, der Klang und eine Natürlichkeit. Und es klingt jedes Instrument wirklich so, wie wenn er im Raum würde stehen und im Wohnzimmer bei euch daheim würde stehen. Es hat mit Magie zu tun, es hat damit zu tun, dass man irgendwie die Seele spürt von dieser Musik, die da drin aufgenommen worden ist. Das hat einfach so etwas Magisches, wo man spürt das tatsächlich.